Damen und Herren. Auf dieser Seite sitzt die kühle, die kalte und triste Effizienz des deutschen Behördentums. Auf unserer Seite sitzt die Identität. Ein Staat, der Identität hat, der eigenen Ausdruck hat, der seine Pluralität lebt und der Reflexion mit sich selbst betreibt. Was Nikos gerade eben gesagt hat, werte Damen und Herren, haben Sie das sich mal auf der Zunge zergehen lassen? Er hat gesagt, wer aus einer Plattenbausiedlung kommt, naja, was will der schon mit hoher Kunst? Der versteht doch gar nicht Musik. Musik vertreibt eben, wenn sie klassische Musik ist. Die Konsequenz daraus ist, dass dieser Mensch immer in seiner Plattensiedlung bleiben muss, mit der Logik, mit der Nikos gerade eben seine Gegenrede gehalten hat, werte Damen und Herren. Wir glauben, das ist falsch. Wir glauben, auch derjenige, der aus der Plattenbausiedlung kommt, hat Kunst, hat einen Anspruch auf Kunst, sollte partizipieren. Das wurde hier auch von der letzten freien Rednerin erkannt. Gerade dieser Mensch muss doch partizipieren können in einer pluralen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der jeder wichtig ist. Und gerade diesem Menschen gegenüber, der vielleicht nicht so privilegiert ist wie ich oder Sie, gerade diesem Menschen muss der Staat gegenübertreten, nicht mit kühler, kalter Effizienz, sondern mit Verständnis, mit Wärme und mit dem Gefühl, dass er dazugehört. Und das, glauben wir, erreichen wir, indem wir den Status quo beibehalten und dafür sorgen, dass, und das sind meine drei Punkte, Kunst und Staat ineinander, miteinander harmonisieren und weiterhin die Gelegenheit zu einer kritischen Reflexion des Staates mit sich selbst genutzt wird. Behalte noch Platz, Konrad. Form folgt Funktion, das ist, was du gesagt hast. Rieber hat darauf geantwortet, dass er auch sehr funktionell geformt sei. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber man kann sagen, dass es muss nicht immer so sein, dass Form nur Mittel zum Zweck ist. Wir glauben, Form ist viel mehr. Wir glauben, Form ist, und das ist der erste Punkt, wenn man über Kunst redet, nicht Selbstzweck, nicht Zweck, dass ich einfach nur eine Treppe habe, weil ich diese Treppe hochlaufen kann, sondern gleichzeitig Ausdrucksmittel, Leinwand quasi, auch wenn es eine Treppe ist. Ich blicke auf diese Treppe, laufe durch das Licht, laufe unter der Kuppel des Reichstages herum und ich kann interpretieren die Situation, die Treppe selbst, die Leinwand, das ist Kunst. Kunst ist mannigfaltige Interpretationsmöglichkeit und eine Interaktion, die der Blick auf Kunst, der Gang durch Kunst in dem architektonischen Sinne oder das Stehen vor dem Kanzleramt, der Blick auf das Ost-West-Denkmal, kritische Reflexion, die Reflexion, die es in mir auslöst, das ist die Wechselwirkung zwischen Kunst und ihrem Betrachter. Und das definiert gleichsam Kunst. Und wir glauben, dass Geld in dieser marginalen Höhe, von der wir geredet haben, hier Julian als Berliner hat darüber gelacht, was sind 40 Millionen Euro, ganz ehrlich. Geld, glauben wir, sollte an der Stelle eingesetzt werden, wo sie fördern ist für den Staat, für eine demokratische Gesellschaft. Und das ist genau dort, wo wir Kunst im öffentlichen Raum allen zugänglich machen. Und warum? Nicht, weil es hübscher ist, es ist nebenbei auch ästhetischer als das, was wir hier in den 70er Jahren in Mainz teilweise gebaut haben, zugegebenermaßen. Aber hauptsächlich regt es zum Nachdenken an. Es regt zum Nachdenken an. Das ist der Sinn und Zweck von Kunst. Nikos. Hast du Konrad zugehört, als er dir erklärt hat, dass sein Bauherr, der wieder neue Anträge haben möchte, vielleicht nicht die kritische Kunst wählen wird, sondern irgendwas wählen wird? Wie glaubst du, kommst du zu kritischer Nachdenken? Ja, das ist ganz gut. Du hast in deiner Rede gesagt, 1% höhere Wirtschaftsleistung entsteht dadurch, dass wir 1% bei der Bauprojektvergabe einsparen. Mir ist nicht ganz klar, wie der Mechanismus funktioniert. Dann habe ich gesagt, waren deine Worte, Kunst soll aus sich heraus entstehen, im Sinne eines Plop, die Kunst ist da, niemand hat sich irgendwie beteiligt. Nikos, das funktioniert nicht. Plop, Kunst springt nicht einfach auf. Kunst muss irgendwie erschaffen werden. Dafür braucht man Geld. Und dann hast du gesagt, und das ist jetzt auf deine gerade eben gestellte Zwischenfrage, dann hast du gesagt, naja, da brauchen wir doch einen besonderen Fördertopf, wo wir gezielt Kunst fördern können. Staatlicher Fördertopf, gezielt Kunst fördern. Und er wirft uns die ganze Zeit vor, dass bei Bauprojekten mit 1% Budget für Kunst dann irgendeine staatliche Steuerungsfunktion eintreten würde. Das ist doch absurd. Das willst du doch mit deinem Fördertopf noch mehr. Wir glauben, der Automatismus, dass bei jedem Bauprojekt 1% für Kunst aufgewendet wird, führt dazu, dass Pluralität erfasst wird. Dass in meinem Heimatort Hockenheim halt ein Kunstdenkmal auf dem Marktplatz gebaut wird, vor der neuen Markthalle, dass eine Spargelfrau beim Sortieren zeigt, weil das ist, worüber die Leute dort reflektieren, weil das Identität stiftet für diese Region. Wir glauben, dass von dem Bundeskanzleramt eine Spargelsammlerin nicht passen würde. Deswegen baut man da etwas anderes, was Reflexion ausdrückt und Pluralität und was Menschen zum Nachdenken anregt. Und damit haben wir den Zweck von Kunst erfüllt. Und wer diesen Zweck von Kunst erfüllt? Staat. Und zwar egal, wo der Staat gerade auftritt.
Wir glauben, dass Kunst etwas ist, was gerade im öffentlichen Raum bedeutsamer ist als vieles, was ihr hier glaubt, mit Geld kaufen zu können. Beispielsweise schlechte Flughäfen. Verzeihung. Gut, abgesehen davon ist es auch noch hübscher. Das hat Julian hier auch nochmal dargestellt. Was ist jetzt kritische Reflexion? Ich habe schon mal gesagt, wenn ich je nach Region, wo ich mich bewege, bin ich in Brüssel, habe ich die Pistole vor der NATO-Zentrale, wir glauben, das löst kritische Reflexion aus. Bin ich Schüler und gehe durch einen lichtgefluteten Innenhof meiner Schule, der irgendwie mit künstlerischen Efeu-Ranken überwachsen ist und das Licht fließt da ein, dann ist das Kunst, die gleichsam einen Zweck erfüllt für den jungen Schüler, sich damit auseinanderzusetzen. Wie ist denn Schule? Wie begreife ich Schule? Wie tritt der Staat mir gegenüber? Computer und neue Bücher sind natürlich auch etwas, was wir brauchen, aber ganz ehrlich, jetzt stell dir das Kind vor. Stellen Sie sich alle vor. Sie sind ja. Als Kind in einer Schule, die ist nüchtern, kalt und effizient, in klaren Linien, formfunktional gehalten, wie er das will. Aber die haben viele Schulen und die neuesten Bücher. Ist das gut für die Kinder? Lernen Sie da? Denken Sie an Ihre Schulzeit? Fühlen Sie sich da wohl? Ich will Ihnen sagen, was passiert. Alle werden depressiv. Niemand wird irgendetwas lernen. Die Computer werden vielleicht benutzt. Aber schön wird das für die Kinder nicht werden. Die das Kinder sind sinnlos. Selbst die Farbe. Es gibt diesen... Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Kritische Reflexion, glauben wir, ist ein übergeordnetes Ziel, das der Staat fördern muss. Wir glauben, dass Kunst im Land der Dichter und Denker viel zu kurz kommt heutzutage. Wir glauben, wir sollten uns deutlich rückbesinnen auf unsere Wurzeln. Formfunktionalität, ja, das können wir. Wir sind bekannt dafür, das gebe ich ja freimütig zu in der Welt, gute Industrieleistungen zu haben, gute Ingenieurleistungen zu haben, formfunktional arbeiten zu können. Aber das kann doch, und da komme ich zurück zum Punkt Identität, fragen Sie sich mal selber, das kann doch nicht das Einzige sein, für das wir bekannt sein wollen. Nur Formfunktionalität, Nüchternheit, Langeweile. Julian, ich war letztens auf der Behörde in Wiesbaden. Stell dir vor, die Beamten dort haben sogar gelacht. Die haben auch an Wasser mit Kohlensäure getrunken. Ich war schockiert und ich bin dafür, dass wir das weiterhin in die richtige Richtung entwickeln. Deswegen gegen diesen Antrag.